die Stimme, die die große Überraschung ist. Also bitte glauben Sie jetzt nicht, ich möchte Ihnen hier den zukünftigen neuen Caruso oder neuen Tenor vorstellen, sondern die Art und Weise, wie er völlig unbefangen mit seinen 9 Jahren loslegt und sein Liedchen singt. Er kommt aus Westfalen, hat einen italienischen Namen, heißt Romano und besingt jetzt seine kleine Freundin, kleine Julia. Es ist für uns das Zeichen, dass du sagst, jetzt komme ich. Unsere Stadt ist schon am Schlafen und es ist nicht weit zu dir, wo ein paar verträumte Gassen und dann bin ich schon bei dir. Kleine Julia, ich komme mit einer Leiter und einem Strauß. Werf Kiesel an dein Fenster und du schaust zu mir heraus. Kleine Julia, ich warte und ich wär so gern dein Held. Und ich würd dich dann beschützen in der großen, weiten Welt. Dem ersten Silberstern, denn die Königin, die schläft dann schon und der König, der sieht fern. Kleine Julia, ich komme mit einer Leiter und einem Strauß. Werfe Kiesel an dein Fenster und du schaust zu mir heraus. Kleine Julia, ich warte und ich werde schützen und ich hab noch nie geweint. Doch eines Tages kommt die Nacht, in der ich dich entführ. Und ehe der König aufgewacht, wohnst du schon längst bei mir. Kleine Julia, ich komme mit einer Leiter und einem Strauß. Werfe Kiesel an dein Fenster. Schaust du mir heraus, kleine Julia, ich warte und ich wär so gern dein Held und ich würde dich dann beschützen in der großen weiten Welt. Kleine Julia, ich komme. Und ich wär so gern dein Held. War es schlimm? Nö. Keine Angst gehabt? Nö. Hast du gut geschlafen heute? Ja. Warst du nicht nervös? Nein. Also gib's doch zu, ein bisschen muss man doch nervös sein, wenn man vor so vielen Menschen singt. Ach, geht. Ein klein bisschen vielleicht, aber sonst nicht. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, da hattest du so lange Haare. Wer hat dir denn die Haare abgeschnitten? Der Friseur. Ja. Hat denn irgendjemand bei dir zu Hause gesagt, dass du nicht hübsch aussiehst mit den langen Haaren? Oder ist das gerade modern? Ist das ist gerade modern. Ich finde das so nett, wenn du immer sagst, modern und Fernsehen. Wo kommst du denn genau her? Aus Münster. Und dein schöner Name Romano, der ist richtig, oder ist das ein Künstlername? Nein, das ist der richtige Name. Also in der Schule sagt der Lehrer auch, Romano, komm mal her. Ja. Und deine Schulfreunde haben alle zugeguckt? Ja. Finden die das blöd, dass du singst, oder finden die das gut? Nee, finden sie alle gut. Ja? Und du hast auch noch keine Star-Allüren?
Nee. Also nicht, dass du morgen kommst und sagst, wenn du Entschuldigung brauchst in der Schule, Herr Lehrer, ich habe keine Entschuldigung, aber ich kann Ihnen gerne ein Autogramm geben. Ja? Also das lässt du schön bleiben. Ja. Und wenn du mal so ein Big Superstar wirst und erwachsen bist und großer Sänger bist, kennst du mich dann noch? Klar. Ist versprochen? Ja. Ich wünsche dir toi, toi, toi. Jetzt musst du irgendwann ja mal ins Bett, gell? Ja. Ja? Es tut mir leid. Wann gehst du freiwillig? In 10 Minuten? Ja. Viertelstunde? Ja. Mami mit? Ja. Also ihr werdet schon klarkommen. Romano, ich danke dir. Ich finde, du hast deine Sache ganz prima gemacht. Tschüss, Romano. Bye, bye.